Lasse heißt du, ne? Ja, genau. Wir kennen uns ja schon vom Tag der offenen Tür, da habe ich dich schon mal interviewt. Du hast auch schon so eine Band, oder? Mhm. Und wie läuft es mit deiner Band? Gut, also wir haben halt ein paar Mal trainiert und wahrscheinlich werden wir auch noch weitermachen. Ich finde es gut, dass ich jetzt eine habe. Sehr schön. Dann ist es ja aber jetzt hier heute nicht dein erster Auftritt vor Publikum, oder? Nee, nee. Sondern wie viele hattest du schon? 2, glaube ich. Ist das jetzt hier das meiste Publikum, das du hattest bisher, oder? Ja, ich glaube schon. Du musst hier in das Mikrofon reinsprechen. Also ja, ich glaube schon. Bist du aufgeregt? Nee, weil ich habe ja gestern schon mal gespielt und dann ist es eigentlich... Und gestern ist gut gelaufen, oder? Ja, ganz gut. Du bist ja ein Profi, machst es ja schon lang genug. Also Lasse, ich drück dir die Daumen, das wird super. Und wegen deiner Band, Aufruf haben wir gestartet, der Lasse sucht noch einen Sänger. Egal wie alt, egal wie er aussieht, egal was er kann, Hauptsache singen muss er. War es richtig so? Ja. Gut. Also Lasse, ich danke dir, viel Spaß nachher. Tschüss. Simon, ne? Genau. Und was spielst du? Ich spiele am Keyboard und zwar gleich nachher mit der anderen, mit dem Rest der Band zusammen. Und du heißt? Geri. Und du spielst? Bass. Gut. So, ihr seid also Lasses Band. Heißt die auch so? Ja, das war mehr oder weniger spontan. Und die Band heißt jetzt Lasses Band? Nein. Ja, mehr oder weniger. Noch sind wir ja keine dauerhafte Band, aber vielleicht überlegen wir uns auch noch einen anderen Namen. Aber im Moment Lasses Band, ja. Ist ja geil. Okay. Und wie lange spielst denn du schon Bass? Etwa 4,5 Jahre. Wow, läuft, oder? Ja. Und nimmst du auch Unterricht hier in der Musikschule? Ich nehme auch Unterricht, ja. Bei wem? Beim Patrick. Taugt der was, der Patrick? Aber natürlich, sonst wäre ich nicht mehr da. Du spielst ja Keyboard. Ja, bist, der Patrick ist auch Klavier- und Keyboardlehrer. Der Patrick kann alles. Ah, der kann alles. Und ist er recht streng, der Patrick? Eigentlich nicht, nein. Ein guter Lehrer. Und nur, dass das klar ist, wenn ihr in der Schleierhalle spielt, dann steht die Sue auf der Gästeliste, ne? Sowieso. Ah, ja, genau. Autogramme geben, habt ihr schon geübt? Bis jetzt noch nicht. Ja, los! Meine Unterschrift ganz sicher nicht. Wieso? Fürchterlich. Werd halt Arzt? Das wäre eine Möglichkeit. Dann müsste ich keine neue Unterschrift erfinden. Apotheker können alles lesen, offensichtlich. Mehr oder weniger alles, ja. Aber als Rockstar geht es auch. Ist kein Problem. So, jetzt müssen wir hier weitermachen. Ich danke euch fürs Interview. Habt ihr super gelöst. Lasses Band, ich freue mich auf euch. Bis später.